Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ich war schon sehr, sehr lange inaktiv und ich weiß auch, dass ich das nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch war. Und ja, ich hatte mir vorgenommen, aktiv zu streamen und Videos zu machen, schon früher, aber wusste halt nie, was ich jetzt wirklich machen soll. Deswegen heute ein bisschen MW2 mit Memes, weil Leute mir gemeint haben, dass die es mit Rocket League schon gefeiert hatten. Versuche ich jetzt mehr so ein Meme, solche Meme-Videos zu machen erstmal, aber auch Gameplay. Und ja, für die Leute, die jetzt wissen schon, wie ich, also dass ich mit Facecam gestreamt habe, ich werde jetzt meine Facecam erstmal in den Videos auslassen. Wenn ihr jedoch wollt, dass ich mal mit Facecam ein Video aufnehme, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, auf jeden Fall auch. Und genau, meinen ersten Eindruck zur Beta gebe ich euch auch gleich, wenn wir in der Runde sind. So, da sind wir auch schon drin. Mein erster Eindruck zur Beta, was soll ich sagen? Ich finde, schade, dass es immer noch Skill-Based Matchmaking gibt und Leute meinten, ja, das Skill-Based Matchmaking ist ein bisschen schlechter geworden und ist nicht so schlimm wie in der W2019-Version. Dazu muss ich sagen, dass ich es leider nicht so sehe. Also, vor allem wenn man Solo spielt, merkt man sehr schnell, dass Skill-Based Matchmaking immer auch sehr, sehr stark drin ist. Was ich echt schade finde eigentlich, weil das Spiel hat ja eigentlich sehr gutes Potenzial. Und ich feiere das Spiel auch an sich. Ich finde es auch geil, dass man auf Konsolen 150 MB hat, die halt in Cold War. Nur halt diesmal ja in MW, weil ich finde jetzt vom Cold War, vom Setting habe ich auch gespielt und fand ich auch nice. Aber ich fand MW irgendwie immer geiler mit dem Tactical Sprint und so. Außerdem finde ich es halt immer noch schade, dass halt viel zu viele campen. Leute meinten, dass es an der schnellen Drop-Time wege. Kann auch sein, ja, auf jeden Fall. Und ja, da sieht man schon wieder, ich bin schon zum dritten Mal down gegangen, Leute. Und ja, ich weiß, dass ich vielleicht oft rein rush, aber das ist halt einfach mein Playstyle, Leute. Das ist schon immer ein Playstyle gewesen. Vielleicht früher auch, wenn Leute mir in alten BOP-Videos gesehen haben. Ich hasse es irgendwie lange rumzufackeln, sag ich mal. Ich will einfach Kills. Okay, ich laufe die Map. Ich bin ein sehr, sehr aktiver Spieler, sag ich mal. YOLO! Und ja, deswegen macht halt für mich das dann noch, natürlich noch schlimmer, was meine Experience angeht, auf jeden Fall. Und da war, glaube ich, einer, aber ja. ja, wie gesagt, also das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Es macht ja auch Spaß. Es ist halt einfach nur das eine, was halt für mich das ein bisschen kaputt macht. Was ich halt einfach schade finde, so. Und da oben campt jemand und den habe ich erst später gesehen, wo ich schon draußen war. Also, jetzt nicht wundern, wenn die Runden nicht gut laufen, Leute. Wie gesagt, ich bin absolut scheiße. Also, ich bin wirklich nicht so gut. Und bin halt, wie gesagt, viel zu aktiv unterwegs. Ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Spaß beim Video habt, Leute. Und dass ich jetzt auch erstmal Videos rausbringen werde. Auch aktiv, wie ich es geplant habe. Und ja, ich habe verkackt. Und spawn wieder hier direkt. Und was mich halt auch leicht ein bisschen nervt, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich komplett hektisch spiele und so voll veraime und so alles. Weil ich bin jemand, der linear spielt und die haben das in der Beta leider nicht reingebracht, dass es die Option zwischen linear und exponentiell gibt. Ich konnte gerade nicht reden. Das finde ich etwas schade, weil ich, wie gesagt, als Linearspieler voll die großen Probleme habe. Also wenn ich mal einmal ein bisschen zu weit nach links oder rechts mich drehe, die Kamera ja immer schneller. Das ist ja das, was exponentiell macht. Und das mag ich halt gar nicht. Das habe ich halt deswegen auch. Den spiele ich auch linear. Den habe ich geholt. Nice. Also ich lehne mich auch manchmal an Wände und so ran wie die größten Camper. Aber das mag ich sehr, sehr selten. Ja. Really, nigga? Da habe ich verkackt. Aber da konnte ich auch nichts machen. Ich bin in der Sun gewesen. Genau, das ist so mein Eindruck der Beta. Jetzt ändern sie ja noch was, also man soll jetzt auch nicht vorurteilen, denke ich mal. Aber, ich weiß echt nicht, wie oft ich schon diesen Satz gehört habe, ich bin hinter dir. Und danach Hoffnung hatte, dass er wirklich meinen Rücken hat und ich dann von hinten getötet wurde. Ja. Eigentlich, wenn die einige Sachen noch ändern würden, was SBMM angeht, Drop-Time und so, denke ich, das könnte wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Aber wie gesagt, auch vor allem das mit Linear
Das ist ein sehr, sehr harter, also ein sehr, sehr starker Aspekt für mich, der wirklich reingemacht werden muss. Wenn das nicht reinkommt, mit der linearen Zielkurve, dann bin ich komplett am Arsch, weil ich habe so oft Situationen, bei denen ich viel zu hektisch spiele und dadurch halt die Kamera so hart nach links und rechts dreht, weil ich halt zu weit gegangen bin. Und genau. Ja, das war dumm, da bin ich schon zu früh hochgegangen. Ach, da geht's out of map. Nice. Da hat sich ja meine Nate gelohnt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Worte können nicht beschreiben, was für ein Hurensohn du bist. Da war einer auf dem Dach, mal wieder. Und den hinter mir habe ich wieder nicht mitbekommen. Hier bin ich wieder negativ gegangen, Leute. Also Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt lachen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder im nächsten Video. Haut rein, Leute.